Ihr habt 5. Mose Kapitel 17 gelesen. Der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 18, wo es heißt, 5. Mose Kapitel 17, Vers 18, wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, der König, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu Rechten noch zu Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Und der Titel meiner Predigt lautet Bibel lesen. Ein einfacher Titel, aber die einfachen Themen wie Bibel lesen sind die wichtigsten, an die wir erinnert werden müssen, an denen Christen arbeiten müssen. Bibel lesen ist etwas, was jeden von uns betrifft. Und du könntest dir denken, jetzt hast du hier Verse zitiert, Anselm, wo es um einen König geht. Das Gesetz für den König, was er tun soll. Warum sollte uns das betreffen? Aber schau, erstens sagt die Bibel, dass wir Könige und Priester sind im Neuen Testament. Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Außerdem, wenn es selbst der König nötig hatte, die Bibel zu lesen, täglich zu forschen in dem Gesetz des Herrn, wie viel mehr hast du es nötig? Wie viel mehr habe ich es nötig, Bibel zu lesen? Außerdem lehrt die Bibel das Prinzip, es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Also ein Prinzip, das wir erfahren können aus diesem Vers, den Jesus gesagt hat, ist, dass wir als Jünger natürlich an den Meister heranreichen wollen. Dass wir als Knechte an unseren Herrn heranreichen wollen. Ob das zum Beispiel auf Arbeit ist, der Vorarbeiter oder so. Natürlich willst du irgendwann genauso qualifiziert sein. Du wirst nicht unbedingt dieselbe Macht haben, nicht dieselbe Position, aber du willst natürlich genauso qualifiziert sein, zum Beispiel auf Arbeit. Du willst natürlich weiterkommen. Also, nur weil es hier um einen König geht, über den es heißt, dass er darin lesen soll im Gesetz des Herrn, alle Tage seines Lebens, das heißt nicht, dass es für dich nicht gilt. Ganz im Gegenteil, gerade deshalb gilt das für uns umso mehr. Wir wollen natürlich heranreichen an dieses Vorbild. Wir wollen als normale Christen, aber was heißt normale Christen eigentlich? Wir sind Könige und Priester. Wir müssen die Bibel lesen. Wir haben das nötig. Wenn sogar König David, ja, der ein sehr weiser Mann war, es laut diesen Versen nötig hatte, die Bibel zu lesen, alle Tage seines Lebens. Wenn sogar König Salomo, der weiseste Mann, es nötig hatte, alle Tage seines Lebens das Gesetz des Herrn zu lesen, wie viel mehr haben wir es nötig, alle Tage unseres Lebens die Bibel zu lesen? Und hier finden wir eben schon den ersten wichtigen Hinweis. Und man könnte andere Verse zeigen, aber ich finde das ein sehr eindeutiger Vers. Hier finden wir schon den ersten Hinweis, wie oft wir die Bibel lesen sollen. Alle Tage unseres Lebens, jeden Tag. Das ist keine irgendwie wöchentliche Sache oder monatliche Sache oder jährliche Sache. Das ist für die meisten Leute ist es vielleicht, wenn es hochkommt, eine jährliche Sache. Kein Witz. Aber es ist eine tägliche Sache für uns als Christen. Es sollte eine tägliche Sache sein, Gottes Wort zu lesen. Hey, wir haben die Bibel, die niedergeschriebene Offenbarung Gottes, das perfekte Wort Gottes. Lass uns darin lesen. Lass uns Bibel lesen. Ich lese dir vor aus einer Studie der Universität Leipzig. Du kannst schon mal Josua Kapitel 1 aufschlagen, Josua Kapitel 1. Aber ich lese dir vor aus einer Studie der Universität Leipzig von Theologieprofessoren. Es heißt in einem Artikel über die Studie, nur etwa 30% der Deutschen nutzen die Bibel mindestens einmal jährlich. 30% der Deutschen nutzen die Bibel mindestens einmal jährlich. Nur einmal jährlich und das sind nur 30%. Täglich lesen in ihr 1,6%. Wöchentlich 3,2%. Etwas mehr als die Hälfte, jetzt kommt, besitzt ein Druckexemplar des Buches der Bücher. Also etwas mehr als die Hälfte der Deutschen besitzt eine Bibel, aber sie lesen nicht darin. Lass mich dir was sagen. Es ist nicht so, dass es irgendwie zu schwer ist, Bibel zu lesen. Die Bibel ist da. Und auch wenn vielleicht die andere ein bisschen weniger als eine Hälfte der Deutschen kein Druckexemplar hat, du hast das Internet, du hast dein Smartphone.
Es ist nicht so, dass Gottes Wort irgendwie nicht verfügbar ist. Es ist verfügbar, aber wir müssen darin lesen. Und was für ein Armutszeugnis für Deutschland, ein Land, das nicht die Bibel liest. Das christliche Abendland. Gute Nacht zum christlichen Abendland. Geht auch gleich schlafen. Deutschland ist ein Land, das offensichtlich sich nicht interessiert für den Herrn. Das den Herrn nicht liebt. Den Herrn, der sie am Leben lässt noch. Den Herrn, der sie geschaffen hat. Der für sie gestorben ist. Deutschland ist ein Land, das sich nicht für die Bibel interessiert. Gehöre du zu den Leuten, die täglich Bibel lesen. Die nicht einmal im Jahr dazu greifen. Oder vielleicht einmal wöchentlich. Wow. Manchmal, das wollte ich hier nur hinzufügen, einfach eine interessante Studie. Aber was das Thema meiner Predigt, Bibellesen für uns als Christen, jetzt nicht unbedingt um die Welt da draußen, die natürlich nicht interessiert ist an der Bibel. Mir geht es jetzt hauptsächlich um uns als Christen. Manchmal sollten wir zurücktreten und unser Leben als Christen sozusagen von außen betrachten, objektiv betrachten und uns die Frage stellen, warum glaube ich das? Oder warum tue ich das? Es ist gut, Dinge einfach zu tun, weil man sie tut. Es ist gut, richtige Lehren zu glauben, einfach weil du sie gelernt hast in der Kirche. Das ist gut. Aber du sollst trotzdem den Schritt zurücktreten und dich fragen, warum glaube ich das? Ist das einfach nur, weil ich das so oft gehört habe? Oder ist es, weil ich das selbst in der Bibel gelesen habe? Warum sollten wir täglich Bibel lesen? Ist das einfach nur etwas, was du gehört hast? Oder ist es etwas, was du selbst glaubst, weil du überzeugt bist, ja, das ist, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt, dass du täglich Bibel lesen solltest. Über den König heißt es, und somit auch besonders für uns, als normale Leute sozusagen, dass wir in dem Gesetz des Herrn lesen sollen, alle Tage unseres Lebens. Du bist in Josua Kapitel 1, schau dir Vers 8 an. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Das ist ein super interessanter Vers. Das Buch des Gesetzes, man könnte davon ausgehen, lass es nicht von deinen Augen weichen, aber hier sagt die Bibel in Josua 1, Vers 8, lass es nicht von deinem Mund weichen. Warum? Weil wir Gottes Wort nicht nur lesen sollen, sondern auch darüber reden sollten. Wir sollten über die Bibel reden mit unserer Familie, mit unseren Freunden. Natürlich hauptsächlich mit unseren Brüdern, mit unseren Geschwistern in der Kirche. Sollten wir über die Bibel reden. Und das gehört sehr wohl zum Bibellesen dazu. Denn warum lesen wir die Bibel? Um die Bibel besser zu verstehen, Gott mehr kennenzulernen, etwas zu lernen, wie wir unser Leben führen sollen und so weiter. All die Weisheit, die wir aus der Bibel bekommen. Aber wir werden noch mehr Weisheit aus der Bibel bekommen, wenn wir das Gesetz nicht von unserem Mund weichen lassen, wenn wir darüber reden, über das Wort des Herrn. Aber warum soll ich über die Bibel reden? Nun, liebst du Gott? Liebst du die Bibel? Bist du Christ? Dann solltest du den Herrn lieben, dich natürlich interessieren für die Bibel, automatisch darüber reden, weil es in deinem Kopf ist. Und wenn wir eben über das Gesetz des Herrn reden, es nicht von unserem Mund weichen lassen, dann werden wir natürlich die Bibel auch besser verstehen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Man versteht immer etwas besser, wenn man selbst darüber redet. Und wir sollen eben forschen, wie es hier heißt. Forsche darin Tag und Nacht. Du kannst besser forschen in der Bibel, wenn du mit anderen über die Bibel redest. Psalm 1, Vers 1. Oder du kannst schon mal 5. Mose aufschlagen, Kapitel 6, 5. Mose, Kapitel 6, ich zitiere da aus Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Sondern über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Die Bibel ist etwas, was wir nicht nur lesen sollen, natürlich das Thema meiner Predigt, Bibel lesen, ja, aber es gehört mehr dazu. Und auch wenn du die Bibel liest, dann wird es natürlich mehr bei dir entwickeln. Du wirst lieber über die Bibel reden wollen. Du wirst darüber nachsinnen wollen. Und du solltest nachsinnen über die Bibel. Und ich werde diese Punkte gleich verbinden. Habe Lust am Gesetz des Herrn, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt.
Tag und Nacht. Du bist in 5. Mose Kapitel 6, in Vers 5, da heißt es, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Egal wann, welche Uhrzeit, welche Tageszeit, rede über das Wort Gottes. Und dieser Vers steht im Zusammenhang mit dem Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Schau, Gott zu lieben hängt sehr stark damit zusammen, die Bibel zu lesen. Denn das Wort Gottes ist Jesus Christus selbst. Wenn du Jesus Christus liebst, bedeutet das, lies die Bibel. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das ist nicht einfach nur ein Titel für Jesus, sondern die Bibel sagt, dass das Wort Fleisch wurde. Ja, das Wort ist die zweite Person der Trinität. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebe den Herrn. Liebe das Wort Gottes. Du sollst deine Lust daran haben, darüber nachsinnen. Schau, lass mich dir dieses Beispiel geben. Eine Frau, die nie Gemeinschaft hat mit ihrem Mann. Ja, und das klingt komisch, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber stellen wir uns eine Frau vor, die nie Gemeinschaft hat mit ihrem Mann, nie Zeit mit ihm verbringt. Eine Frau, die nie von ihrem Mann redet, die ihn nie erwähnt. Eine Frau, die nie an ihren Mann denkt. Der ist gar nicht in ihrem Kopf. Schau, die Frau ist immer noch verheiratet mit diesem Mann. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr seine Frau ist, aber das ist eine Frau, die ihren Mann nicht liebt. Und genauso ein Christ, der nie Gemeinschaft hat mit Jesus Christus, der nie Zeit mit dem Herrn verbringt, der nie von dem Herrn redet, von seinem Wort redet, der nie über das Gesetz des Herrn nachsinnt, geschweige denn Tag und Nacht, das ist ein Christ, der Gott nicht liebt. Das ist ein Christ, der Gott nicht liebt. Oh, das klingt ja ziemlich hart. Okay, aber weißt du was? Das ist ein Gebot der Bibel, Gott zu lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist ein Gebot. Und lass mich dir das sagen. Der Fakt, dass es ein Gebot ist, das bedeutet auch, dass du den Herrn lieben kannst. Dass es nicht unmöglich ist, Gott zu lieben. Ich meine, gibt Gott uns Gebote, die irgendwie zu schwer sind? Die irgendwie so, ah, so schlimm sind? Ah, was sind diese Gebote halten? Gibt Gott uns Gebote, die völlig unmöglich sind zu halten? Nun, hier ist das Ding. Wir verfehlen alle die Herrlichkeit Gottes. Wir ermangeln alle die Herrlichkeit Gottes. Wir haben alle gesündigt. Das ist keiner gerecht, auch nicht einer. Natürlich, letzten Endes können wir das Gesetz nicht halten. Aber hey, als Christen, wir haben den Heiligen Geist, der die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt. Ist für uns unmöglich, Gott zu lieben, wenn Gott uns das gebietet? Der Fakt, dass Gott uns gebietet, ihn zu lieben, bedeutet, dass es für uns möglich ist, Gott zu lieben. Schau, du wirst es herausfinden. Du wirst es schon irgendwie hinkriegen. Du hast den Heiligen Geist. Du kannst es schaffen. Nun, wie komme ich dazu? Vielleicht bist du gerade, wie komme ich dazu, wirklich den Herrn zu lieben? Mit meinem ganzen Herz, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft? Indem du die Bibel liest. Indem du über die Bibel redest. Indem du über die Bibel nachsinnst. Ein Christ, der Gott liebt, der wird die Bibel lesen, über die Bibel reden, über die Bibel nachsinnen. Okay, wie kommt man dazu, dass man Gott liebt? Indem man die Bibel liest, über die Bibel redet, darüber nachsinnt. Das geht in beide Richtungen. Das geht Hand in Hand. Du kannst dich voneinander trennen. Wenn du eine Person lieben lernen willst, musst du mit ihr Zeit verbringen, mit ihr reden. Denke über sie nach. Was findest du gut an ihr? Ich denke, das ist ein einfach zu verstehendes Beispiel. Und wenn wir Gott lieben, wenn wir den Herrn lieben, mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft, dann werden wir den Herrn auch an erste Stelle stellen. Schlage Psalm 119, Vers 48 auf. Oder du schlägst schon mal Matthäus Kapitel 6, Vers 33 auf. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Ich lese vor aus Psalm 119, Vers 48. Aber wenn du es schaffst, kannst du dir in Psalm 119 einfach einen Finger reinlegen oder ein Lesezeichen machen. Da ist in Vers 48, ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe. Ich will mehr davon, ja.
strecke mich aus danach, ich sehne mich danach. Das ist die Haltung, die David hat in diesem Psalm 119, Vers 48. Deinen Geboten, die ich liebe und will über deine Nachweisungen, über deine Anweisungen nachsinnen. Hier ist das Ding. Du willst Gott mehr lieben, fang an, Bibel zu lesen. Aber wenn du dann ein bisschen Bibel liest und ein bisschen mehr, dann wirst du Gott auch mehr lieben und dann wirst du mehr davon wollen. Dann wirst du mehr davon wollen. Und das ist das Ziel. Wenn du Gott liebst, dann wirst du ihn natürlich an erste Stelle stellen. Das sollten wir tun als Christen, den Herrn an erste Stelle stellen. Und das klingt so banal, es klingt so eindeutig. Und sowas könnte man vielleicht in jeder Denomination hören, ja. Aber es sind die eindeutigen, einfachen Dinge, die wiederholt werden müssen. Matthäus Kapitel 6, Vers 33, da heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir sollten zuerst trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist ein Prinzip für unser gesamtes Leben. In allem, was wir tun, sollten wir mit unseren Gedanken beim Herrn sein. Darüber denken, ich mache das jetzt für den Herrn. Wir sollten, wenn wir morgens aufstehen, nicht zuerst irgendwie daran denken, was sind meine Sorgen des Tages? Was habe ich heute zu erledigen? Was sind die Probleme? Denke zuerst an den Herrn. Danke dem Herrn, dass du aufgewacht bist, dass du ein Bett hast, was auch immer. Sinne nach über das Wort Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich meine, was für eine Schande eigentlich, wenn Christen nicht über den Herrn nachdenken. Wenn es irgendwie nur so ein zweiter, nebensächlicher Gedanke ist. Oh, einmal in der Woche vielleicht oder einmal im Monat. Ich könnte vielleicht jetzt auch zur Bibel greifen. Hey, immerhin etwas, aber du kannst nicht sagen, dass du deinen Gott liebst. Wenn du irgendwie nur einmal in der Woche zur Bibel greifst. Was dir entgeht dabei, wenn du selten Bibel liest? Psalm 119, Vers 147 sagt, ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Psalm 119, Vers 148, meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Es ist die Morgendämmerung, es ist die Nachtwache. Ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Sein erster Gedanke, wenn David aufsteht, geht an das Wort Gottes. Ich hoffe auf dein Wort. Er kommt der Morgendämmerung zuvor. Wir sollten trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird uns dies alles hinzugefügt werden. Und hier ist das Ding, nicht jeder hat unbedingt die Fähigkeit, gleich morgens nach dem Aufstehen sich wirklich auf etwas zu konzentrieren. Ja, manche Leute können nicht anders, sie müssen erstmal unbedingt was essen, erstmal was trinken vielleicht. Oder ich weiß nicht, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber natürlich, wenn du ein kleines Baby hast, dann musst du dich um das Baby kümmern und so weiter. Menschen sind verschieden, es gibt unterschiedliche Situationen, aber auf irgendeine Art und Weise wirst du es schaffen, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Es ist nicht unmöglich. Gott gibt uns nicht Gebote, die einfach komplett unmöglich sind. Du wirst es auf irgendeine Art und Weise schaffen. Und schau, wenn du es schaffst, morgens gleich zum Handy zu greifen, und ich sage nicht, dass mich das irgendwie gar nicht betrifft, ich kenne diese Versuchung, gleich zum Handy zu greifen. Ich weiß, wie das ist. Wenn du das schaffst, gleich zum Handy zu greifen und mit Konzentration gleich irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Nachrichten durchzulesen oder vielleicht, wenn du ein super eifriger, vor kurzem geretteter Christ bist, der dann gleich erstmal irgendwie auf Discord mit irgendwelchen Katholiken eine Diskussion führt. Wenn du die Konzentration dafür hast, dann hast du wahrscheinlich auch die Konzentration dafür, Gottes Wort zu lesen. Dann hast du wahrscheinlich auch die Konzentration dafür, Bibel zu lesen. Wenn du das schaffst, andere Dinge zu tun, dich da auf andere Dinge zu konzentrieren, dann kriegst du es vielleicht hin, ein halbes Kapitel zu lesen. Du wirst es auf irgendeine Art und Weise schaffen, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Und für junge Leute, lass mich dir das sagen, für junge Leute ist es eine gute Übung, ganz einfach zu sagen, nein, ich schaue nach dem Aufstehen nicht gleich aufs Handy, sondern ich nehme einfach meine Bibel und lese ein Kapitel darin. Das dauert nicht lange, ein Kapitel zu lesen. Das ist eine gute Übung, das ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe,
Nein, ich schaue nicht aufs Handy, weil es eine typische Versuchung ist für junge Leute, gleich aufs Handy zu schauen. Und ich lese erstmal ein Kapitel Bibel. Und hier ist das Ding, wenn du nach dem Aufstehen irgendwie oft Übelkeit hast oder so und du musst erstmal unbedingt was essen, okay, dann isst erstmal was, natürlich. Aber kannst du mit deinen Gedanken zumindest beim Herrn sein? Kannst du zumindest gleich nach dem Aufstehen Gott danken? Danke, Herr, für den Schlaf. Danke, dass du mich beschützt hast in der Nacht. Was auch immer. Du wirst es auf irgendeine Art und Weise schaffen, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Und gerade jungen Leuten, vermute ich, kann es nicht schaden, manchmal ein bisschen früher aufzustehen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemandem schadet, einfach früh aufzustehen. Dann fühlt man sich besser, beginnt der Tag gleich besser und liest ein Kapitel Bibel. Und sei nicht gleich mit Gedanken bei irgendwelchen anderen Dingen. Schau nicht gleich auf dein Handy, geh nicht gleich auf TikTok, geh nicht gleich auf Instagram, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich habe jetzt dieses Beispiel morgen rausgepickt. Aber das ist natürlich einfach ein Prinzip, das wir anwenden sollten in allen Bereichen unseres Lebens, dass wir zuerst an den Herrn denken. Muss ich mir zuerst an die Bibel denken? Ja, denke zuerst an den Gott, der dich geschaffen hat. Denke zuerst an deinen Vater im Himmel, der dich liebt, der seinen Sohn für dich geopfert hat. Ist es zu schwer, zumindest einen Gedanken an Gott zu verschwenden? Das ist nicht zu schwer. Und was heißt verschwenden? Liebe den Herrn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Mit Kraft sollst du den Herrn lieben. Ja, ich will Gott lieben. Ich strenge mich an. Ich will den Herrn lieben. Ich will trachten nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Das ist nicht zu viel verlangt. Bibel lesen ist natürlich für jeden da. Egal welche Altersgruppe, egal welches Geschlecht. Für jeden ist dieses Thema genauso gleichermaßen wichtig. Ich könnte schlecht sagen irgendwie, dass für jemanden besonders wichtig ist, Bibel zu lesen. Nur natürlich könnte man sagen, dass man von einem Prediger oder von einem Pastor erwarten würde, dass er mehr Bibel liest als die Gemeinde. Das heißt aber nicht, dass sich Gemeindemitglieder einfach ausruhen sollen. Okay, dann muss ich nicht so viel Bibel lesen. Nur du solltest aber genauso daran arbeiten eigentlich, viel Bibel zu lesen. Oder mehr Bibel zu lesen. Lies mehr Bibel als letztes Jahr zumindest. Steigere dich ein bisschen. Ich will dir aber drei Gruppen vorstellen und dir zeigen, warum diese daran arbeiten müssen, Bibel zu lesen. Erster Johannes Kapitel 2, Vers 14, da heißt es, wenn du es schaffst, es schnell aufzuschlagen, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Drei Gruppen möchte ich dir vorstellen, warum diese daran arbeiten müssen, Bibel zu lesen. Und meine erste Gruppe ist junge Männer. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Sprüche 20, Vers 29 sagt, die Zier der jungen Männer ist ihre Kraft und der Schmuck der Alten ist ihr graues Haar. Als junger Mann bist du gesegnet mit Kraft, mit Stärke. Und Gott erwartet nicht von dir, dass du etwas über deine Fähigkeiten hinaus tust. Jeder hat andere Fähigkeiten. Jeder hat andere Talente von Gott bekommen, mit denen er arbeiten soll. Ja. Was Gott von dir erwartet, ist, dass du mit deinen Fähigkeiten, die du hast, mit deiner Stärke, mit deiner Kraft, die du hast, das Beste tust und trachtest nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das will ich nochmal sagen. Wenn du buchstäblich nicht die Fähigkeit hast, dich morgens zu konzentrieren, weil es dir immer schlecht geht morgens oder irgendwas, weil du unbedingt erstmal etwas essen, trinken musst. Okay, wenn du nicht diese Fähigkeit hast, gleich zur Bibel zu greifen, dann geht es halt nicht. Gott erwartet nicht, dass du etwas über deine Fähigkeiten hinaus tust. Gott hat dir Fähigkeiten gegeben. Tue mit den Fähigkeiten, die du hast, das Beste. Trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aber zumindest kannst du zumindest über den Herrn nachsinnen, nachdenken, in deinen Gedanken beten. Das geht zumindest, nicht wahr? Das ist nicht zu viel verlangt. Junge Männer, auf die will ich besonders eingehen, sind gesegnet mit Kraft. Die Zier der jungen Männer ist ihre Kraft. Nutze deine Kraft für das Reich Gottes. Nutze deine Kraft für geistliche Dinge. Schlage 1. Timotheus Kapitel 4 auf. 1. Timotheus Kapitel 4. Ich fange schon mal vor zu lesen, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab.
Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Worin sollte man sich üben? Besonders als junger Mann, wenn man an der Spitze, an dem Höhepunkt seiner Kraft ist. Worin sollte man sich üben? In Gottesfurcht sollte man sich üben. Vers 8, 1. Timotheus 4, Vers 8. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Also übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Also dein Fokus als junger Mann sollte sein, dich in Gottesfurcht zu üben. Deine Kraft, deine Stärke, die du hast, die Fähigkeiten, die Gott gegeben hat, die dir gegeben hat, in geistliche Dinge zu stecken. Jetzt ist die beste Zeit für dich als junger Mann, anzufangen, regelmäßig Bibel zu lesen. Das heißt nicht, dass das nur für junge Männer gilt. Bibellesen ist für alle da. Aber als junger Mann, schau, du bist vielleicht noch Single, du hast Zeit, du hast Kraft, nutze deine Kraft, Bibel zu lesen. Nutze deine Kraft, nutze die Zeit, die du hast, dir das anzugewöhnen, regelmäßig Bibel zu lesen. In 1. Johannes 2, Vers 14, da hieß es über die jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Schau, auf der einen Seite haben junge Männer von Natur aus mehr Kraft als alte Männer. Aber auf der anderen Seite, was wir hier auch, denke ich, erfahren aus diesem Vers ist, Stärke zu haben, stark zu sein und das Wort Gottes in sich bleiben zu haben, Bibel zu lesen, darüber nachzusinnen, das geht Hand in Hand. Denn wahre Stärke kommt nur dadurch, dass man im Heiligen Geist wandelt. Wahre Stärke ist nicht Muskelkraft. Und weißt du was? Ich bin dafür, dass du als junger Mann trainieren gehst. Geh ins Fitnessstudio, ja. Aber wahre Stärke kommt durch den Heiligen Geist, indem wir im Geist wandeln, über das Wort des Herrn nachsinnen, darin lesen, darüber reden. Das ist wahre Stärke. Und das ist etwas, worin du deine Kraft stecken solltest, in geistliche Dinge. Junge Männer müssen Disziplin entwickeln. Schau, ich kenne einige Beispiele und vielleicht trifft das auf dich zu. Es kann sehr gut sein. Ich kenne viele Beispiele, mir fällt auch ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben ein, gerade jemand, mit dem ich Seelengewinn war, der meinte auch mal so, ja, eigentlich lese ich nicht gerne Bibel, nicht gerne Bücher allgemein, aber er liest halt Bibel. Und das trifft auf so viele junge Menschen zu, besonders junge Männer. Sie lesen nicht gerne Bücher, aber sie sind gerettet worden und jetzt lesen die zumindest Bibel. Oder was heißt zumindest? Ich meine, wenn du ein Buch lesen solltest, dann ist das die Bibel. Das ist das wichtigste Buch, das du lesen kannst. Und, aber ein guter Nebeneffekt ist, dass dann eben dadurch manche jungen Männer überhaupt erst anfangen, überhaupt ein Buch zu lesen. Das, worauf ich hinaus will. Und es gibt viele Beispiele dafür. Du kennst garantiert auch welche. Oder du kennst dich selbst. Ja, Bücher, langweilig. Aber dann wird ein junger Mann auf einmal gerettet und er fängt an, Bibel zu lesen. Und schau, Bücher zu lesen, das erfordert natürlich auch Disziplin. Besonders die Bibel zu lesen, ein langes Buch, das erfordert Disziplin. Und das klingt nicht super geistlich, aber weißt du, junge Männer sollten Bibel lesen, allein schon um des Lesens willen. Junge Männer heutzutage lesen zu wenig. Sie sollten Bibel lesen, allein schon um des Lesens willen. Und natürlich gerade die Bibel ist das beste Buch, das du lesen kannst. Und die Bibel ist ein Buch, das so viele Themen behandelt. Ein Buch, das sich auf der anderen Seite auch oft wiederholt, weil wir Wiederholung brauchen. Du brauchst ein bisschen Disziplin, die Bibel zu lesen. Die Bibel wird dich lehren, Disziplin zu entwickeln, etwas nicht nur anzufangen, sondern auch zu Ende zu bringen. Und Disziplin ist etwas, was junge Männer brauchen, dringend. Was jungen Männern oft fehlt, ist Fleiß. Und das ist wahrscheinlich etwas, was hauptsächlich auf Männer zutrifft allgemein. Männer neigen, glaube ich, eher dazu, faul zu sein als Frauen. Das ist ein Problem, mit dem, denke ich, Männer öfter zu kämpfen haben. Besonders junge Männer, sie müssen daran arbeiten, fleißig zu werden. Und weißt du, was mich damals bewegt hat? Wirklich eine ordentliche Ausbildung anzufangen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Gottesfurcht hat mich dazu bewegt.
Die Bibel hat mich dazu bewegt. Weißt du, in der Schule damals, Gymi und so weiter, ich war stinkfaul. Ich geb's zu. Ich war schlecht. Mich hat das nicht gejuckt. Aber weißt du, was mich bewegt hat? Mich richtig anzustrengen und gute Noten zu bekommen, in der Berufsschule zum Beispiel, weil ich für den Herrn gute Arbeit machen wollte. Weil ich mir gedacht habe, ich bin Christ. Ich fürchte den Herrn. Gottesfurcht hat mich bewegt, fleißiger zu werden. Junge Männer, lest die Bibel. Du als junger Mann, du musst jetzt anfangen, jetzt ist die beste Zeit, dir eine Angewohnheit anzutrainieren, Bibel zu lesen, dass du Disziplin entwickelst, dass du mehr Fleiß entwickelst, dass du dich in Gottesfurcht übst. Und junge Männer sollten daran arbeiten, möglichst, wenn sie noch nicht verheiratet sind, etwas geistliche Reife zu entwickeln. Und schau, du kannst nicht einfach perfekt vorbereitet, alles perfekt haben, einfach perfekt vorbereitet in die Ehe gehen. Das ist unrealistisch, okay? Das sollte man nicht von dir erwarten. Denn es gibt Dinge, die wirst du nur durch Erfahrung wirklich lernen. Und solange du die Erfahrung nicht hast, hast du die Erfahrung nicht und dann kannst du nichts ändern. Aber du kannst in einem Bereich deines Lebens schon vorher reif werden. Und zwar, wenn es um geistliche Dinge geht. Es gibt junge Männer, die sind schon bevor sie verheiratet sind, schon ziemlich geistlich reif. Sie sind vielleicht nicht auf einem Level, auf dem ein verheirateter Mann sein wird, denn die Ehe lehrt uns auch geistliche Dinge, die ein unverheirateter Mann nicht lernt, weil er nicht verheiratet ist. Aber junge Männer, auch schon wenn sie noch nicht verheiratet sind, sie können viel geistliche Reife entwickeln. Das ist etwas, woran du arbeiten kannst. Es gibt Dinge, die du erst mit Erfahrung irgendwann lernst. Es gibt Dinge, die du nicht wirklich vorher lernen kannst, 100%. Aber es gibt etwas, woran du arbeiten kannst. Geistliche Reife. Du kannst geistlich schon sehr reif werden als junger Mann. Du bist weiter in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Lass mich die Frage stellen. Ist es für dich unmöglich, als junger Mann ein Vorbild zu sein im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit? Das ist nicht unmöglich. Arbeite an deiner geistlichen Reife. Was solltest du tun? Junger Mann, lies deine Bibel. Lies deine Bibel täglich. Lies deine Bibel viel. Arbeite daran, Bibel zu lesen. 1. Korinther 14, Vers 35. 1. Korinther 14, Vers 35, da heißt es, wenn sie aber etwas lernen wollen, die Frauen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Und dieser Vers richtet sich natürlich hauptsächlich, also er richtet sich an Frauen, ja. Aber was wir auch sekundär daraus lernen können für Männer ist, dass ein Mann, ein verheirateter Mann, bereit sein sollte, seine Frau Fragen zu beantworten. Ich meine, wenn die Frau ihren eigenen Mann daheim fragen soll und der Mann keine Antworten hat, was für eine Schande. Und es gibt ein Problem heutzutage, Männer, die nicht geistlich sind, Männer, die keine Antworten haben auf die Fragen, die ihre Frau stellt, Männer, die von ihrer Frau mitgezerrt werden zur Kirche. Aber weißt du, was ich liebe an unserer Bewegung, an der New IFB-Bewegung? Dass es so viele geistliche Männer gibt. Und schau, ich sage nicht, dass es gut ist, dass es vielleicht weniger junge Frauen gibt in unseren Gemeinden. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist besser, dass es mehr Männer gibt, die zur Kirche gehen, als dass es mehr Frauen gibt, als Männer, die zur Kirche gehen. Verstehst du, was ich meine? Es ist besser, wenn Männer geistlich sind und sagen, ich gehe zur Kirche oder ich zerre meine Frau mit zur Kirche, zu diesem lauten Prediger, der uns dann dauernd anschreit. Besser so als andersherum. Das ist, was ich meine. Das ist etwas, was mir gefällt in unserer Bewegung, dass es geistliche Männer gibt. Das ist gut so, so sollte es sein. Und schau, du wirst niemals alle Antworten haben. Du wirst niemals alle Fragen beantworten können. Es ist unmöglich. Aber weißt du, es ist ratsam, dass du jetzt schon, wenn du noch nicht verheiratet bist, als junger Mann,
dass du jetzt schon anfängst, an deiner geistlichen Reife zu arbeiten. Dir wird es besser gehen, dir wird es leichter fallen in der Ehe. Es ist ratsam, dass du jetzt damit anfängst, Bibel zu lesen, geistliche Reife schon zu entwickeln. Was für eine Schande, wenn Männer nicht ihre Frauen geistlich leiten können. Was für eine Schande, wenn Männer sich von ihren Frauen zur Kirche zerren lassen. Zu irgendeiner liberalen Hillsong, irgendwas Kirche, wo kein Mann hingehen will. Weil es alles schwul ist. Was für eine Schande. Und das ist ein großes Problem heutzutage. Weißt du, Mann, lies deine Bibel. Besonders junger Mann, lies deine Bibel. Arbeite an deiner geistlichen Reife. Stecke deine Kraft, deine Zeit, die du hast, in geistliche Dinge. Das wird dir helfen im Leben. Christsein ist etwas, das nicht irgendwann anfängt mit 30 Jahren. Christsein, natürlich hängt es davon ab, wann du gerettet wirst, okay. Aber Christsein, ja, das ist etwas, das ist ein lebenslanger Prozess. Und je früher du damit anfängst, Bibel zu lesen, je früher du damit anfängst, wirklich an deinem Christsein zu arbeiten, wie du dein Leben führst als Christ, desto besser natürlich. Junge Männer müssen Bibel lesen. Junge Frauen, insbesondere werdende Mütter, müssen Bibel lesen. Ich lese die wieder vor aus der Studie von der Universität Leipzig. Die Bibelsozialisation vollzieht sich nach den Worten Pickels maßgeblich im Alter von 4 bis 14 Jahren. Ein späterer Erstkontakt mit der Bibel ist eher selten. Das ist ein interessanter Fakt. Das ist ein wichtiger Fakt für junge Frauen, insbesondere werdende Mütter. Die Bibelsozialisation vollzieht sich maßgeblich im Alter von 4 bis 14 Jahren. Ein späterer Erstkontakt mit der Bibel ist eher selten. Sozialisationsorte der Bibel sind vorrangig der Religionsunterricht an Schulen, Gottesdienste und Vorbereitungsunterricht für Konfirmation und Firmung, gefolgt von den Eltern und Großeltern. Eltern haben natürlich einen Einfluss, wenn es um die Bibelsozialisation geht sozusagen. Dass Kinder mit der Bibel in Kontakt kommen. Logischerweise haben die Eltern da einen Einfluss. Und das ist typischerweise laut dieser Studie, ja, im Alter von 4 bis 14 Jahren. Ja, mit 14 Jahren, okay, ja, Teenager und wollen dann vielleicht nicht auf ihre Eltern hören oder was auch immer. Aber logischerweise in jungen Jahren wird man am meisten geprägt. Schlage Sprüche Kapitel 31 auf, Sprüche Kapitel 31. Das ist in Vers 1, Worte des Königs Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Schau, Mütter haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder, auf die Entwicklung ihrer Söhne auch. Worte des Königs Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Also was Lemuel, wie er hier bezeichnet wird, lehrt, das kommt von seiner Mutter. Das war, was seine Mutter ihn gelehrt hat. Mütter haben einen großen Einfluss. Und wenn du eine junge Frau bist, die noch nicht verheiratet ist, die aber gerne heiraten möchte, die Mutter werden möchte, fang an, Bibel zu lesen. Fang an, regelmäßig Bibel zu lesen. Denn das ist etwas, geistliche Reife ist ein Prozess, der lange dauert. Je früher du anfängst, desto besser wird das sein. Und du kannst als geistliche Frau, wenn du eines Tages Mutter wirst, einen großen Einfluss haben auf die geistliche Entwicklung auch deiner Söhne, deiner Kinder allgemein. Aber nicht nur irgendwie deiner Mädchen, deiner Töchter, sondern auch deiner Söhne. Viele Männer, wie zum Beispiel König Lemuel, erinnern sich daran, was ihre Mutter ihnen beigebracht hat als Kind. Ich kann mich auch an meine Mutter erinnern. Meine Mutter war nicht gerettet, aber trotzdem, manchmal sind wir zum Gottesdienst gegangen und da gab es mal einen Kindergottesdienst in der evangelischen Kirche. Und ich kann mich erinnern zum Beispiel, irgendwie, dass über Jona geredet wurde oder so. Und natürlich, ich weiß nicht, ob das alles unbedingt im Nachhinein zu 100% stimmt, die Details. Deswegen will ich nicht zu viel sagen, weil man solche Erinnerungen natürlich auch irgendwann, nicht, dass man irgendwas dazu dichtet. Aber wenn ich mich recht entsinne, ging es in dem Kindergottesdienst um Jona. Und das ist irgendwie mir hängen geblieben. Die Bibel beeindruckt Menschen. Und natürlich werden wir am meisten geprägt in jungen Jahren, als Kinder. Und der Fakt, dass meine Mutter mich zumindest zu irgendeinem Gottesdienst mitgeschleppt hat, wo ich zumindest irgendwas aus der Bibel gehört habe,
hat mir geholfen in meinem Leben. Ich habe, dass ich früh Gottesfurcht entwickelt habe. Als Mutter hast du entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung deiner Kinder. Und was ist das, was könnte am wichtigsten sein als die geistliche Entwicklung deiner Kinder? Was könntest du dir am meisten wünschen, dass deine Kinder Gott lieben? Dass deine Kinder in den Wegen des Herrn wandeln? Was könntest du dir am meisten wünschen? Und du kannst einen Einfluss darauf haben. Aber schau, wenn du erst irgendwann anfängst, mal ein Kapitel Bibel zu lesen. Hey, das ist gut, dass du irgendwann anfängst. Fang irgendwann an, ja. Aber es ist besser, wenn du früh anfängst. Es ist besser, wenn du als junge Frau anfängst, die du vielleicht noch nicht verheiratet bist, die du noch Single bist, die du Zeit hast, dass du früh anfängst, Bibel zu lesen. Sprüche 31, du bist weiter im selben Kapitel. Ich lese dir vor 26. Schlage du schon mal auf 2. Timotheus. 2. Timotheus, ich lese dir vor. Sprüche 31, Vers 26. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist sie auf ihrer Zunge. Junge Frau, du willst eine weise Frau werden. Du willst nicht eine dumme Frau sein. Du willst eine gottesfürchtige Frau werden, die dann auch einen gottesfürchtigen Mann finden kann. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, freundliche Unterweisung auf ihrer Zunge. Das, was die Bibel betont über eine tugendhafte Frau, dass sie weise ist. Nun, echte Weisheit kommt nur aus der Bibel, buchstäblich nur aus der Bibel. Echte Weisheit in den Augen Gottes kommt nur aus der Bibel. Es ist nicht so, dass wir von Ungläubigen gar nichts lernen könnten. Du kannst gute Tipps, gute Ratschläge, gute Fähigkeiten von Ungläubigen, auch von irgendwelchen Hardcore-Atheisten lernen. Aber echte Weisheit in den Augen Gottes kommt nur aus seinem Wort. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Junge Frau, lies deine Bibel. 2. Timotheus 1, Vers 5 sagt, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Der ungeheuchelte Glaube, der zuvor in deiner Mutter, Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Sogar die Großmutter, die hatte auch noch einen Einfluss auf Timotheus. Als Frau hast du einen großen Einfluss auf die Entwicklung deiner Kinder. Und du denkst vielleicht, okay, du hast mir diese Verse gezeigt hier, das richtet sich alles an Mütter oder ältere Frauen. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin ein Mädchen, ich bin eine junge Frau. Aber schau, Christsein ist ein lebenslanger Prozess. Geistliche Reife zu entwickeln, dauert lange und je früher du anfängst, desto besser, logischerweise. Und geistliche Reife, nochmals, ist etwas, was du schon sehr früh entwickeln kannst. Vielleicht nicht zu 100%, denn schau, bevor ich verheiratet war, habe ich mir selbst eine Grenze gesetzt, dass ich niemals über Ehe oder so Themen predigen werde. Warum? Weil ich nicht wirklich darüber predigen kann, ohne ein bisschen Erfahrung gesammelt zu haben. Weil es heuchlerisch rüberkommt, wenn ich über Ehe predige, ohne selbst verheiratet zu sein. Ich habe mir selbst diese Grenze gesetzt. Du wirst, so reif du geistig vielleicht auch bist als junger Mensch, wenn du noch nicht verheiratet bist, du wirst nicht dieselbe geistliche Reife haben wie ein reifer, verheirateter Mensch. Okay. Aber trotzdem kannst du schon sehr viel geistliche Reife entwickeln. Das ist etwas, woran du arbeiten kannst. Es gibt andere Dinge, die du erst erfahren musst. Aber du kannst an geistlicher Reife arbeiten. Deswegen zeige ich dir diese Verse. Es ist nicht gut, komplett unvorbereitet zu sein. Es ist gut, sich früh Gedanken zu machen, wie will ich später mal sein als Mann, wenn ich verheiratet bin? Wie will ich später sein als Frau, wenn ich verheiratet bin? Was will ich meinen Kindern beibringen? Es ist gut, sich früh Gedanken zu machen. Es ist gut, früh anzufangen, Bibel zu lesen. Christsein kannst du nicht messen in einzelnen Jahren, Christsein kannst du nur messen in Jahrzehnten. Also je früher du anfängst, an deinem christlichen Wandel zu arbeiten, desto besser. Bibel lesen. Junge Männer müssen Bibel lesen. Junge Frauen, insbesondere werdende Mütter, müssen Bibel lesen. Prediger müssen Bibel lesen. Oh wow, was für eine Überraschung. Prediger müssen Bibel lesen.
Und doch muss das gepredigt werden, dass Prediger Bibel lesen müssen. Oh, das muss gepredigt werden. Es gibt zu viele Prediger heutzutage, die keine Ahnung haben, wovon sie reden. Die in ihren Predigten irgendwelche Kommentare zitieren. Ein Kommentator hat auch gesagt. Und sie zitieren aus irgendeiner Studienbibel. Ich habe das so oft erlebt und es kotzt mich an. Willst du mir vielleicht erzählen, was du glaubst, was du gelernt hast aus der Bibel? Irgendwas, irgendein Kommentator geschrieben hat? Dann schaust du in deiner, keine Ahnung, was die deutschen Kommentatoren sind. Weil das Ding ist, die Leute, die ich kennengelernt habe, die so in ihren Predigten herkommen, die lesen sowieso irgendwie John MacArthur, irgendwelche US-Prediger. John MacArthur, John Piper, all diese Drecks-Calvinisten. Und ich will, wenn ich da sitze und einen Predigt höre, dann will ich, dass mir der Prediger etwas beibringt, wovon er selbst überzeugt ist. Was er selbst aus der Bibel gelernt hat, was er selbst mit Bibelversen unterstützen kann. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, andere Leute zu zitieren, aber es kommt zu oft vor, ich habe das zu oft erlebt, dass irgendwelche Kommentatoren zitiert werden, irgendwelche Ausleger zitiert werden. Ein Ausleger hat auch gesagt, du bist der Ausleger. Wenn du predigst, dann bist du der Ausleger. Lege du mir die Bibel aus. Das nur mal so am Rande. Esra Kapitel 7, Vers 10, du schlägst Johannes Kapitel 14 auf. Johannes Kapitel 14, ich lese dir vor aus Esra Kapitel 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Warum wurde Esra vom Herrn geleitet, geführt und gesegnet auf seiner Reise? Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Esra war ein Priester, ein Schriftgelehrter, und echtes Gelehrtsein, ein echter Schriftgelehrter, wirst du nur, indem du die Bibel liest. Und Esra ist ein gutes Vorbild. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Und denk dir nicht, oh, Studium reicht, Theologiestudium reicht, dann bin ich Forscher. Schau, es gibt einen Unterschied zwischen weltlicher Forschung und geistlicher Forschung in der Bibel. Und ich sage nicht, dass irgendwie das eine das andere ausschließt oder so, dass irgendwie das andere unwichtig ist oder so. Hey, beschäftige dich mit weltlicher Forschung. Beschäftige dich mit historischen Fakten, aber glaube nicht, dass du gelehrt bist im Gesetz des Herrn, wenn du einfach Theologie studiert hast, aber noch nie die Bibel ein einziges Mal durchgelesen hast. Und denke nicht, dass das irgendwie ein exotisches Beispiel ist. Oh, ich könnte dir Beispiele nennen. Ich war mit einem Theologiestudenten befreundet. Ich habe den einfach mal irgendwann gefragt aus Interesse, nicht um ihn zu prüfen oder so, sondern aus Interesse. Und er hat den Hauskreis geleitet und so. Also, er hat natürlich andere gelehrt, ja. Und hey, es ist nicht schlecht, irgendwie als frisch geretteter Christ anderen was beizubringen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, jeder Christ kann zu einem gewissen Grad anderen was beibringen. Aber wenn du irgendwie einen Hauskreis leitest oder so oder eine Jugendgruppe leitest, du solltest ein bisschen mehr Ahnung haben als einfach nur gerade gerettet und noch gar nicht die Bibel komplett durchgelesen. Ich war mit diesem Theologiestudenten befreundet. Ich habe ihn einfach mal gefragt, wie oft hast du schon mal die Bibel gelesen? Ja, so einmal circa so, hat so rumgeeiert. Weißt du, was das bedeutet, wenn jemand sagt, ja, so vielleicht so einmal oder so? Das bedeutet keinmal. Wenn du nicht klar sagen kannst, ich habe die Bibel so und so viele Male durchgelesen, dann liegt das vielleicht daran, dass du die Bibel noch gar nicht durchgelesen hast. Besonders wenn du irgendwie so sagst, ja, so einmal vielleicht, du hast die Bibel gar nicht komplett durchgelesen. Und schau, vielleicht hast du die Bibel so oft durchgelesen, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, wie oft. Okay, das ist ein anderer Fall. Aber wenn jemand sagt, ja, vielleicht so einmal, dann bedeutet das keinmal. Theologiestudent. Wow. Nicht denken, Studium reicht. Theologiestudium ist sowieso Schwachsinn, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Predigt. Schau, wirklich weise in der Bibel wirst du erst durchs Bibel lesen. Prediger! Lies deine Bibel, ruh dich nicht auf irgendeinem Studium aus. Und ich war an der FTH, und das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, aber das war einfach so beispielhaft. Ich war an dieser Freien Theologischen Hochschule in Gießen, bis ich dann das Studium abgebrochen habe, weil es sinnlos war.
Und wir hatten diese Mentorengruppe, wo man sich ausgetauscht hat mit anderen Studenten, mit einem Mentor. Und dann haben wir drüber geredet, so, keine Ahnung, wie wir unseren Morgen beginnen. Ich habe einfach so erzählt, ja, ich lese halt gerne Bibel morgens, das ist mir einfach wichtig, dann startet der Tag gleich besser für mich und so. Habe einfach so davon erzählt, ganz normal. Und eine andere Studentin meinte dann irgendwie so, ja, also ich weiß ja schon, wie Gott ist und so. Also im Zusammenhang hat sie im Grunde genommen gesagt, ich muss nicht mehr Bibel lesen, ich weiß ja schon, wie Gott ist. Wow. Das ist mir so hängen geblieben. Mir geht es nicht unbedingt um die Person, ich will die nicht fertig machen. Ich nenne auch nicht ihren Namen oder irgendwas, ich kenne gar nicht ihren Namen. Darum geht es mir gar nicht. Aber das ist eine schlechte Einstellung. Theologiestudentin will geistig irgendwie an der geistlichen Speerspitze sein. Du brauchst die Bibel nicht mehr lesen. Prediger, und nicht Predigerin übrigens, ja, vergiss das, sondern Prediger, männlich, lies deine Bibel! 1. Johannes 2, Vers 4, ich lese dir das schnell vor. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält auch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wenn du sagst, ich kenne Gott, ich weiß schon, wie Gott ist, aber du liest nicht die Bibel, was wir so oft sehen in der Bibel, dass wir natürlich alle unsere Tage im Gesetz des Herrn lesen sollen und so weiter, dass wir nachforschen sollen. Wenn du dich nicht an das hältst und du sagst, ich habe Gott erkannt, bist du ein Lügner und dir ist nicht die Wahrheit. Wie kannst du sagen, du hast Gott erkannt? Ich muss nicht mehr Bibel lesen. Was zum Henker? Und wie schlimm, wenn jemand das sagt, der irgendwie Prediger werden will oder Predigerin, okay, dann bist du sowieso ungeistlich, wenn du dich einfach so über Gottes Gebot erhebst. Aber davon abgesehen. Prediger, lies deine Bibel. Du bist in Johannes Kapitel 14, Vers 25. Johannes Kapitel 14, Vers 25. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, was macht er? Er erinnert uns an alles, was Jesus uns gesagt hat. Nun, hier ist das Ding. Du kannst nur an etwas erinnert werden, was du an und für sich schon weißt. Wenn ich dir etwas komplett Neues beibringe, dann bringe ich dir etwas komplett Neues bei. Das ist keine Erinnerung für dich. Dagegen, wenn ich dir etwas beibringe, was du schon mal gelernt hast, dann, dann erinnere ich dich daran. Also hier ist mein Punkt. Du als Prediger, du musst täglich viel Bibel lesen, damit du überhaupt dem Heiligen Geist die Chance geben kannst, dich in deinen Predigten und in der Predigtvorbereitung an das zu erinnern, was Jesus uns gelehrt hat. Du wirst nicht imstande sein, wirklich eine vom Geist erfüllte Predigt zu halten, wo der Heilige Geist dich geleitet hat, wo die richtigen Verse dir in Gedanken kommen, ohne viel Bibel vorher gelesen zu haben, sodass der Heilige Geist dich erinnern kann. Und lass mich dir das sagen. Das, was ich in meinen Predigen sage, oftmals zehre ich davon, von Dingen, die ich schon vor Jahren gelernt habe. Das sind oftmals nicht unbedingt neue Dinge, sondern es sind Dinge oder die Predigten, wo ich mir denke, wo ich am zufriedensten bin, und das ist selten der Fall, aber wo ich am zufriedensten bin, das sind die Predigten, wo ich etwas lehre, was ich schon vor Jahren gelernt habe, wo ich viel Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen, wo der Heilige Geist viel Zeit hatte, an mir zu arbeiten, mich zu erinnern an weitere Verse, die dazu passen und so weiter. Als Prediger musst du viel Zeit daran stecken, die Bibel zu lesen, damit der Heilige Geist dich erinnern kann, damit du zehren kannst von Dingen, die du schon mal gelernt hast, über die du dir lange Gedanken machen konntest. Psalm 131, Vers 1, da heißt es, O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Psalm 131, Vers 1. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Und schau, was das bedeutet ist, dass es für dich Dinge gibt, die dir zu groß und zu wunderbar sind. Dass es für dich als Prediger Dinge gibt, die für dich zu groß und zu wunderbar sind. Schau, als Prediger, ja, solltest du wissen, wovon du redest. Aber lass mich dir das sagen, du kannst es nicht vortäuschen. Wenn du so klingen willst, als wüsstest du, wovon du redest, dann musst du wissen, wovon du redest.
Denn wenn du nicht weißt, wovon du redest, dann klingst du auch nicht so, als wüsstest du, wovon du redest. Und was musst du dazu tun? Prediger, lies deine Bibel und halte dich von Dingen fern, die dir zu groß und zu wunderbar sind. Wenn du etwas noch nicht ausreichend studiert hast in der Bibel, dann predige nicht darüber. Und ich richte mich hier auch an junge Leute. Wir haben junge Männer unserer Gemeinde, andere, die vielleicht nur online zusehen, die sich denken, ich würde gerne mal predigen. Ich würde vielleicht auch gerne mal Prediger werden. Lass mich dir den Tipp geben. Es gibt viele Dinge, an denen du nicht arbeiten kannst oder nur wenig arbeiten kannst. Schau, wenn du zum Beispiel ein extrem introvertierter Mensch bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht der dynamischste Prediger überhaupt werden. Und das ist in Ordnung. Und natürlich kannst du daran arbeiten, wie du deine Predigten gestaltest, wie du an deiner Gestik arbeiten, an deiner Mimik, was auch immer. Du kannst natürlich ein bisschen daran arbeiten, aber du wirst nicht komplett deine Persönlichkeit umkrempeln. Was du aber komplett umkrempeln kannst, ist dein Bibelwissen. Prediger, lies die Bibel. Das ist das, woran du wirklich arbeiten kannst, dass du weißt, wovon du redest. Und schau, wenn du gerade erst irgendwie nach der Trübsal gesehen hast, gerade erst irgendwie eine Predigt über die Entrückung nach der Trübsal gesehen hast, dann heißt das nicht, dass du schon bereit bist, selbst darüber zu predigen. Auch wenn du schon mit anderen diskutierst über die Entrückung nach der Trübsal, du bist nicht unbedingt bereit, darüber zu predigen. Es kann manchmal lange Zeit dauern, bis jemand bereit ist, über ein Thema zu predigen. Schau. Manchmal, wenn ich trainiere im Fitnessstudio, dann nehme ich meine Bibel mit und in den Pausen dazwischen lese ich Bibel. Das ist ein guter Tipp für dich als junger Mann. Ja, geh trainieren, das ist gut. Aber übe dich vor allem in Gottesfurcht. Ja? Und du wirst konzentriert die Bibel lesen können. Das würde dir vielleicht helfen, wenn du in den Pausen während des Trainings Bibel liest. Und da bekomme ich manchmal die besten Ideen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, Römer Kapitel 9 habe ich gelesen. Nicht, weil ich das irgendwie lesen wollte, sondern es war halt einfach dran. Ich habe Römer Kapitel 9 gelesen. Und weißt du, ich habe schon vorher Predigten darüber gehört. Ich habe mir schon vorher darüber Gedanken gemacht. Und im Großen und Ganzen, denke ich, habe ich ungefähr verstanden, worum es geht. Aber ich war nicht bereit, darüber eine Predigt zu halten. Aber auf einmal, beim Bibellesen, hat es für mich persönlich Klick gemacht. Schau, was ich dir sagen möchte ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen einfach im Großen und Ganzen wissen, okay, ja, die Entrückung ist nach der Trübsal oder so, und wirklich darüber predigen zu können. Dazwischen ist, das ist ein großer Unterschied. Wenn du über etwas predigen willst, Prediger, dann musst du das aus der Bibel selbst wissen. Du musst selbst es erklären können. Du musst es letzten Endes selbst gelernt haben. Und andere Predigten können dir dabei helfen, aber es muss letzten Endes bei dir selbst Klick machen, wenn du eine Bibel liest. Aber dazu musst du Bibel lesen und nicht irgendwelche Kommentare, dich nicht verlassen auf ein Studium oder sonst irgendetwas. Prediger, lies deine Bibel. Stelle sicher, dass du weißt, wovon du redest. Du bist nicht automatisch bereit, über alles zu predigen, nur weil du vielleicht schon mal eine Predigt über dieses oder jenes Thema gehört hast. Du musst es selbst wissen aus der Bibel. Forsche in dem Gesetz des Herrn. Sinne darüber nach, Tag und Nacht. Und gehe nicht mit Dingen um, die dir zu groß und zu wunderbar sind. Und weißt du was? Ich gebe es zu. Es gibt viele Situationen, in denen ich mir dumm vorkomme und ich denke, eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Bibel. Es gibt viele Situationen, in denen ich mir denke, keine Ahnung, ich halte lieber meine Klappe. Es gibt viele Konversationen, in denen ich nichts dazu sage, weil ich mir denke, eigentlich habe ich gerade nicht so wirklich was hinzuzufügen zu dem Thema. Ich habe mich noch nicht damit wirklich beschäftigt. Schau, die Bibel ist ein langes, tiefes Buch. Und du wirst unmöglich alles auf einmal wissen. Und es ist besser zu sagen, ich weiß es nicht. Es ist besser, dir zu denken, ich mache lieber meinen Mund zu, als andauernd deinen Mund aufzumachen und über Dinge zu reden, die dir zu groß und zu wunderbar sind. Ist mir egal, wie reif du schon im Glauben bist, ist mir egal, wie alt du schon bist, es gibt immer Dinge, die du nicht verstehst. Und ich hoffe nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, Anselm ist dumm oder so. Schau, ich lese meine Bibel, aber es gibt trotzdem Dinge, die ich nicht weiß. Es gibt trotzdem Dinge, die mir zu groß und zu wunderbar sind, über die ich nicht reden werde. Und das ist normal und das solltest du realisieren und damit klarkommen. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind.
Psalm 119, Vers 99. Du kannst Kolosser Kapitel 2 aufschlagen. Das ist der letzte Vers, Kolosser Kapitel 2. Ich lese dir vor aus Psalm 119, Vers 99. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. Warum ist David verständiger geworden als alle seine Lehrer? Weil er ein Studium hatte? Weil er irgendwelche Ausleger gelesen hat? Weil er eine Doku gesehen hat? Nein, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Mein Ziel ist es, dass du natürlich Bibel liest. Ja? Was ist der Titel meiner Predigt? Bibel lesen. Mein Ziel ist, dass du Bibel liest. Aber weißt du, was mein endgültiges Ziel ist mit dieser Predigt? Dass du Gott liebst. Das ist mein endgültiges Ziel. Schau, ich will, dass du Bibel liest, weil dir sonst etwas vorenthalten bleibt. Weil dir sonst wunderbare Erfahrungen ausbleiben. Die besten Erfahrungen, die du machen kannst, und das ist besonders für Prediger wichtig, die besten Erfahrungen, die besten geistlichen Offenbarungen sozusagen, die du bekommen kannst, sind aus deinem persönlichen Bibelstudium. Lies die Bibel. Junge Männer, lest die Bibel. Junge Frauen, lest die Bibel. Prediger, lest die Bibel. Liebe Gott. Was bleibt dir aus, wenn du nicht Bibel liest? Kolosser Kapitel 2, Vers 2, da heißt es, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit und Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, sprich des Wortes Gottes. Ja. Christus ist das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und des Christus, Kolosser Kapitel 2, Vers 3, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In dem Wort Gottes. Was für eine Schande, wie traurig, was entgeht uns, wenn wir nicht Bibel lesen? Lass uns beten. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Vater im Himmel, Herr, für das, was wir lernen dürfen aus deinem Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir Zugang haben zur Bibel. Und Herr, ich wünsche mir, dass mehr Christen Bibel lesen. Was ihnen alles vorenthalten bleibt, was ihnen alles ausbleibt an Segen, an Weisheit und an Freude, Herr. Es ist eine Freude, dein Wort zu lesen. Herr, wir lieben dich, wir wollen dich lieben mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele und unserem ganzen Denken. Herr, bitte hilf jungen Männern, regelmäßig Bibel zu lesen. Bitte hilf jungen Frauen, regelmäßig Bibel zu lesen. Bitte hilf Predigern, Herr, Bibel zu lesen und zu wissen, wovon sie reden und nicht nur so zu tun, Herr. Wir müssen alle dein Wort lesen, wir müssen alle dazulernen, Herr. Bitte hilf uns dazu zu lernen. Und Herr, ich möchte einfach nochmal danken für dein Wort. Danke für die Offenbarung, die wir empfangen aus deinem Wort, Herr. Und wir loben dich dafür, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen.